Sie begrüßen im Namen der Best GmbH und der iSales GmbH und darf Ihnen heute eine erste Version des accessfreien Clients für die Sage 100 vorstellen. Dieser accessfreie Client wird mittelfristig den bestehenden Client, die bestehende Oberfläche der Sage ablösen, wobei man dazu sagen muss, dass wir wesentliche Elemente aus diesem accessfreien Client bereits heute innerhalb der Sage 100 Cloud abgebildet haben. Der smarte Übergang findet jetzt bereits seit 2014 statt und wird nach und nach dann in der Sage Niederschlag finden. Sie sehen hier in der Oberfläche jetzt aktuell diesen accessfreien Client. Darauf hinweisen möchte ich, das ist jetzt aktuell eine Beta-Version. Wenn also hier jetzt gegebenenfalls bei der Präsentation ein kleiner Fehler auftauchen sollte, dann bitte ich das zu entschuldigen. Diese Beta-Version wird natürlich noch nicht ausgeliefert, sondern Sie können den accessfreien Client ab dem Frühjahr des nächsten Jahres dann auch bei sich im Unternehmen nutzen. Was sind die Vorteile? Warum ein accessfreier Client? Ganz einfach, weil man die Technologie auf einen neuen Stand bringen wollte, die Performance verbessert hat und viele weitere Aspekte, was Software anbelangt, innerhalb des accessfreien Clients umgesetzt hat. Wir sehen also hier jetzt aktuell einen gestarteten Client aus dem Bereich der Warenwirtschaft. Und in diesem accessfreien Client werden jetzt in Schritt 1 noch nicht alle Menüpunkte zur Verfügung stehen, die Ihnen jetzt in einer Sage 100 Cloud, in heutigen Version, ich wechsle mal ganz kurz die Anzeige zwischen den beiden Produkten, denn zur Verfügung stehen. Zum Beispiel das CRM-System, das XRM-System, als auch die Produktionen werden noch nicht zur Verfügung stehen. Aber viele oder die wesentlichen Produkte wie Einkauf, Verkauf, Lager hingegen werden Sie innerhalb des accessfreien Clients wiederfinden. Das wird auch dann direkt der Fall sein. Der accessfreie Client kann parallel mit dem heutigen Sage 100 Client später betrieben werden. Das heißt, wenn ich hier jetzt einen Beleg gleich anlege, das werden wir mal testen, dann werden wir den auch direkt in der Sage 100 Warenwirtschaft in dem Moment nachvollziehen und auch aufrufen können. Anzumerken ist, dass wir hier oben die Rippenleiste nicht mehr vorfinden. Die Rippenleiste, die wir aus der Sage 100 hier in diesem Bereich kennen, die fällt weg. Das ist ja schon ein Prozess, der seit längerem in den Versionen der Sage 100 stattfindet, dass die Rippen immer weiter abnehmen. Und da werden wir jetzt auch in nächster Zeit innerhalb der Sage-Warenwirtschaft keine Rippens mehr vorfinden. Sämtliche Rippens werden hier im Bereich der Stammdaten nach und nach etabliert sein und in dem accessfreien Client finden wir auch bereits die Integration der Menüpunkte, sodass also hier alle Einstellungen auch direkt über das Menü vorgenommen werden können und nicht mehr über die Rippenleiste. Die Funktionalität der Sage hingegen, die bleibt Ihnen 1:1 erhalten. Das heißt also, Sie müssen jetzt nicht etwas neu erlangen oder Ähnliches, sondern Sie können mit dem Produkt direkt auch weiterarbeiten. Ohne dass da Schulungen etc. stattfinden müssen. Wichtig ist vielleicht noch anzumerken, dass wesentliche Neuerungen oder Weiterentwicklungen natürlich nach und nach primär im accessfreien Client denn stattfinden. Accessfreier Client ist jetzt einfach erstmal der Übergangsbegriff. Also ich will es jetzt mal im Folgenden in diesem Video als neuer Client Sage 100 denn spezifizieren bzw. benamen. Verkaufsbeleg Standardkonfiguration, das mache ich einfach mal auf. Es werden Ihre sämtlichen Einstellungen aus der vorherigen Version übernommen, wenn Sie den accessfreien Client starten. Das vielleicht noch als kleine Anmerkung dazu. Also Sie müssen jetzt nicht neue Einstellungen vornehmen etc. Sie sehen das hier. Ich habe hier dieses Vermiet-Cockpit mal angelegt im Bereich der Verkaufsbelege und das ist 1:1 hier aus dem Bereich der Warenwirtschaft übernommen. Hier finden wir identische Einstellungen. Denn für mein Produkt wieder. Also ich muss nichts machen. Ich starte den einfach nur und alle Daten aus den vorherigen Einstellungen werden dabei Ihnen wieder angezeigt werden. Ich erfasse mal einen neuen Beleg. In dem Moment für die Firma Aber. Entschuldigen Sie. Ein Tippfehler. So. Und man sieht auch schon, das ist doch ein Stückchen performanter, als das in den vorherigen Versionen der Fall war.
Das gilt für alle Bereiche. Unser Eindruck ist, dass man sehr viel performanter mit der neuen Version, mit dem neuen Client arbeiten kann. Die Oberfläche muss nicht mehr die ganzen die Exzesskomponente durchlaufen, welche aus Kompatibilitätsgründen in dem jetzigen Client noch vorhanden sind. Also der jetzige Client hier hat einfach die Thematik, dass man dadurch, dass sehr viele Programmierungen in Visual Studio, Visual bzw. Access hier noch vorhanden sein können, dass man diese Kompatibilität für Sie als Kunde gewahrt haben möchte. Jetzt bis heute, also man hat angefangen 1998, jetzt haben wir 2023, also wir sind jetzt im 25. Jahr, dass man die Möglichkeit hat, diese Komponente, diese Anpassungen zu betreiben im Access. Das hat viele Vorteile gehabt natürlich, weil man nicht die Produkte immer wieder neu entwickeln musste, wenn ein Upgrade kam. Der Nachteil war, dass man nach und nach bei der Einführung neuer Technologien die Kompatibilität im Hintergrund wahren musste, was zu Lasten der Performance ganz einfach in Teilen geht. Zurück nochmal zu dem Beleg selbst, den habe ich jetzt hier angelegt. Das ist eine Auftragsbestätigung. Das ist die Nummer 60005 2023. Jetzt gucken wir mal im alten Client. Aktualisieren hier die Belege. Und dann müssten wir auch hier gleich die 60005 denn angezeigt bekommen. Sehen wir auch hier. Also das heißt, ein Beleg, der im neuen Client gespeichert ist und der kann auch im alten Client gegebenenfalls von Kollegen weiter bearbeitet werden, der jetzt noch Zugriff auf das XRM benötigt oder der Zugriff auf, also XRM gleich CRM oder welcher Zugriff auf den Bereich der Produktion benötigt. Das ist also nicht ausgeschlossen. Wir können ein paralleles Arbeiten von Kollegen in verschiedenen Oberflächen damit gewähren. Ja, das soll ein erster kleiner Überblick sein, wie der Client aufgebaut ist. Das Control Center ist auch jetzt aktuell hier aktiv, sehen wir auch hier. Stammdaten, Auswertung, Controlling etc. Das entspricht eigentlich dem, was wir aus der vorherigen Version auch kennen, mit allen Einstellungsmöglichkeiten, die es auch hierzu gibt. So, machen wir das mal ein bisschen schöner an der Stelle. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick über die Funktionen des neuen Clients geben, der sich nahtlos eingliedert in die Sage 100-Umgebung und da bin ich mir sicher, Ihnen in der Zukunft sehr viel Qualität geben wird bei der Arbeit und auch einiges mehr an Performance. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.